hier zum Beispiel Uni hat heute erst ein neues Video hochgeladen, gerade eben eigentlich. Keine gute Idee zu schauen, wenn man alleine ist. Die du nicht alleine schauen solltest. Okay, dann gucken wir genau das jetzt, weil ich genau das gerade gesagt habe. Ah, ein bisschen Angst habe ich da. Leider gibt es zu diesem Video keine Informationen. Das Einzige, was ich in Erfahrung bringen konnte, ist, dass dieses Gebäude, in welchem nun die Kneipe ist, vor vielen Jahren mal als Leichenhalle genutzt wurde. Hier habe ich... Wer kommt denn auf die Idee, eine Kneipe bei einer ehemaligen Leichenhalle aufzumachen? Also es ist ja schon... Wenn die Kneipe da nicht gut läuft, dann braucht man sich doch nicht wundern. Also keine Ahnung, ob die gut läuft, aber schon ein bisschen. Ich würde es nicht tun, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Den Ton entfernt, weil drei hysterische Frauen zu 80% nur böse Wörter sagen. Es ist für das Video aber auch nicht relevant, denn ihr seht ja, was passiert. Und auch hier habe ich keine logische Erklärung. Okay, bis jetzt finde ich das noch nicht gruselig. Es ist halt einfach ein Ballon. Wahrscheinlich Helium oder sonst irgendwas drin oder keine Ahnung, der halt durch die Gegend fliegt. Weiß ich nicht. Ob jetzt ein Ballon so gruselig ist? Erstmal eine Runde Pfefferminztee. Ist halt schon komisch, dass der da herwandert, der Ballon, aber man weiß auch nicht, wie der Wind da ist oder sonst was. Oder wie der aufgeladen ist, der Ballon. Ballons laden sich auf elektrisch auf, wisst ihr? Das letzte Video ist schon etwas bekannter, aber vielleicht kennen es einige von euch noch nicht. Das Ganze wurde in einem Kinderkrankenhaus in Argentinien aufgenommen. Ein paar Stunden bevor diese Aufnahmen entstanden sind, ist auf der Station ein kleines Mädchen gestorben. Ich werde noch bis 22 Uhr streamen, Leute, weil einige gefragt hatten. Und Kinderkrankenhaus ist auf jeden Fall schon die perfekte Voraussetzung für ein gruseliges Video. Aber an der Stelle erstmal danke für Luxury 263, 1 Euro. Vielen lieben Dank. Wie bei den zwei Clips vorher habe ich auch hier keine logische Erklärung für das Ganze. Nun seid ihr gefragt, haltet ihr es für möglich, dass in allen drei Clips etwas Paranormales zu sehen ist, oder denkt ihr, das Ganze ist nur inszeniert? Ich persönlich finde und denke, dass in allen drei Clips nicht nachgeholfen wurde, gerade beim ersten und dritten Clip. Warum sollte sich jemand während einer Trauerfeier und in einem Kinderkrankenhaus die Mühe machen und da so etwas inszenieren? Der für mich aber entscheidendste Punkt ist der. Das ist schon komisch, aber ich weiß nicht, dieser Ballon-Aspekt, das finde ich jetzt noch nicht so super unheimlich. Das sind halt Ballons, die können sich elektrisch aufladen, wie gesagt, die können durch Wind, können die rumfliegen. Ist natürlich ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, komplett creepy ist das jetzt nicht. Die Nummer 3 ist etwas Besonderes, denn hier sehen wir gleich zwei paranormale Vorfälle, aus jedoch zwei verschiedenen YouTube-Kanälen. Zum einen sehen wir Chat vom Kanal Ghost Hunt Weekends. Auf diesem Kanal werden regelmäßig Touren zu unheimlichen und heimgesuchten Orten hochgeladen. Der zweite Kanal heißt The Carpet Bagger und wird von Jacob betrieben. Dieser Kanal hat eher weniger was mit Geistern und paranormalen Dingen zu tun und gerade dieser Fakt macht die Nummer 3 so unheimlich und glaubwürdig. Was macht er denn für Videos? Was sind das für Videos, hä? Entering the Sunshine State Dixie Highway Road Trip. Er filmt sich auf Roadtrips und so, sehe ich das richtig? Traveling through Nashville and rural Tennessee. Er macht, glaube ich, also Vlogs, ne? Von so Attraktionen, glaube ich. Dinge zu tun. Und gerade dieser Fakt macht die Nummer 3 so unheimlich und glaubwürdig. Chad und Jacob trafen sich, um gemeinsam das Titanic Museum in Tennessee, USA, zu besuchen und es gleichzeitig auch auf paranormale Aktivitäten zu überprüfen. Falls ihr euch nun fragt, warum überprüft man ein Museum auf paranormale Aktivitäten? Ganz einfach. Das Titanic Museum in den USA ist kein normales Museum, denn dieses Museum ist quasi ein originaler Nachbau von der Titanic. Von der Größe hat das Museum ungefähr die Hälfte der originalen Titanic.
Hinzu kommt, dass mehr als 400 originale Gegenstände in dem Museum ausgestellt werden. Diese wurden zum Teil im Wrack der Titanic geborgen oder stammen teilweise sogar von den Opfern der Katastrophe. Krass. This is Mr. Isidore Strauss's ring, the wedding ring that was recovered from the dead body. Nicht nur wegen den originalen Gegenständen glauben viele der Angestellten des Museums, dass es dort nicht mit rechten Dingen zugeht. Denn einige der Angestellten berichten immer wieder von merkwürdigen oder unheimlichen Vorfällen, die nicht... Ganz ehrlich, kann ich nachvollziehen. Ne? Also wenn ein Ort paranormal ist, dann dieser Ort, wo dieses Titanic-Museum, weil stellt euch einfach mal vor, für uns ist das schon krass, wenn wir sagen, jo, da soll jemand gestorben sein bei diesem Ort. Aber bei der Titanic sind ja mehrere hunderte Menschen ums Leben gekommen. Also das stelle ich mir extrem gruselig vor, auf jeden Fall. Nicht logisch zu erklären sind. Auch andere Besucher des Museums glauben, dass einige Seelen der über 1495 Menschen, die 1912 bei der Katastrophe ums Leben kamen, dort ihr Unwesen treiben. Der erste merkwürdige Vorfall ereignet sich, als die Gruppe auf dem obersten Deck ankommt. Chats und Jacobs Kamera nehmen beide etwas sehr Unheimliches auf. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, did you hear that? Can you make that one go off? 3, 2, 1. Whoa. Man, this one. Hey, what's that screaming? Yeah, can you hear that? Screaming. Dude, we just heard screaming. 3, 2, 1. Whoa. Man, this one. Hey, what's that screaming? Is that screaming? Yeah, can you hear that? Als eines der Geräte auf. Okay. Also einen Schrei habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht gehört. Ausschlägt, ich meine, es müsste ein REM-Pod gewesen sein, hören alle einen merkwürdigen, aber ziemlich unheimlichen Schrei. Den habe ich nicht gehört. Ich finde, allein schon dieser Schrei war und ist ziemlich unheimlich. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Als die Gruppe tief im Schiff unterwegs ist, dort, wo die Menschen der zweiten Klasse untergebracht waren, passiert etwas sehr Unheimliches. Was das Ganze aber noch um ein Vielfaches gruseliger macht, keiner aus der Gruppe hat etwas bemerkt. Aber seht selbst. Yeah. Was haben wir denn dafür gemacht? Die Farbe wechselt. Wie bitte? Habt ihr es gesehen? Nee. Als Chad kurz zur Gruppe rüberschwenkt, um diese zu filmen, sehen wir im Hintergrund eine dunkle Gestalt, die scheinbar auf die Wand zuläuft und dort verschwindet. Was? Für mich sieht es so aus, als würde dieses Wesen eine Art Kleid tragen. Am meisten wundert... Okay, okay. Jetzt habe ich... Das ist wieder so eine Situation. Jetzt habe ich richtig Schiss. Nein. Vor allen Dingen mit der Hintergrundstory, dass die eigentlich keine paranormalen Videos machen. Dass sie da eigentlich... Und dann noch auf diesem Titanic-Schiff. Hey, Hilfe, Hilfe. Heute Nacht schlafen, das wird wohl nichts, schreibt Rotkopf. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, ich mache die Nacht durch. Ich will ja nicht, dass so ein Viech auf einmal hinter mir entlangläuft. Ey Leute, was war denn das? Für mich sieht es so aus, als würde dieses Wesen eine Art Kleid tragen. Dort. Alter, ich muss das jetzt, sorry, ich muss das mal in super langsamer Geschwindigkeit kurz gucken. Ultra langsam jetzt. Das kann nicht. Verschwindet. Für mich sieht es so aus, als würde dieses Wesen eine Art... Alter, what the fuck? Das ist so unheimlich. Zu dem Museum will ich auch noch hin, schreibt der Simon, will ich auf jeden Fall auch. Ey, das ist so krank. Das ist unheimlich. Kleid tragen. Am meisten wundert es mich aber, dass keiner aus der Gruppe auf dieses Wesen reagiert. Gerade die drei Personen ganz links müssten wenigstens aus ihrem Augenwinkel etwas wahrnehmen. Ja. Aber wie immer liegt es bei euch. Haltet ihr es für möglich, dass nicht, es in dem Museum halt wirklich nachbar, nicht mit rechten Dingen zugeht so und dort womöglich Seelen der Verstorbenen ihr Unwesen treiben? Vielleicht sogar, weil in dem Museum persönliche Gegenstände ausgestellt werden?
oder ist das mal wieder ein ziemlich aufwendiger Fake, der, ich möchte es noch einmal erwähnen, auf zwei verschiedenen YouTube-Kanälen zu sehen wäre? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Aber das ist jetzt nicht aus zwei Perspektiven, leider. Das hätte ich gerne aus zwei Perspektiven gesehen. Es ist halt, es wäre super schwierig zu faken, sage ich euch, wie es ist, weil es halt in der Kamerabewegung drin ist sozusagen und hinter dem Typen noch, da musst du maskieren und tracken und das so gut hinzubekommen und dass es dann so aussieht, wie es aussieht, das wäre so viel Arbeit. Okay. Aus den Niederlanden, ist ja eigentlich um die Ecke. Junge. Da, Alter, will ich doch nicht gucken gehen. Junge. Ey, sorry, muss ich unterbrechen, aber das hatten wir doch in diesem anderen Video auch schon. Was ich da jetzt wieder nicht verstehe, ist, wie zum Teufel, wenn da ein Geist ist, können sich diese ganzen Schubladen öffnen, ohne dass man es hört. Wenn man eine Schublade aufmacht, hört man das. Und man hört es einfach nicht. Und das wundert mich, ich verstehe es auch einfach nicht. Jetzt hat man es gehört, wie die zugegangen ist. Aber man hat nicht gehört, wie die aufgegangen ist. Wir sehen, dass die Frau alleine in der Wohnung ist und sie erzählt, dass sie merkwürdige Geräusche hören kann. Junge, während sie filmt, fängt plötzlich die Lampe über ihr an zu wackeln und das Licht in der Küche geht an und aus. Als sie nachschauen geht, stehen einige Schranktüren offen. Voller Angst geht sie wieder aus der Küche und hört auf einmal, wie die Schranktüren mit großer Wucht wieder geschlossen werden. Danach geht auch das Licht wieder aus und kurz bevor das Video endet, schaut irgendetwas um die Ecke. What? Oh, nee, nee! Ich mach diese scheiß Streams nicht mehr, ne? Alter! Wie bitte? Um die Ecke. Wie schon erwähnt, ich habe keine weiteren Informationen über die Frau. Weiß also auch nicht, was danach passiert ist. Was denkt ihr? Ist es real? Okay, wir müssen jetzt mal Fakten auf den Tisch legen. Max Mussmann schreibt zum Beispiel, die Kameraführung ist total von Horrorfilmen inspiriert, klarer Fake, alleine deswegen schon. Man kann sehr easy Schnitte einbauen, die man nicht sieht. Zum Beispiel bei der Szene, wo sie das erstmal zur Küche hinläuft. Ich spule jetzt nochmal ein ganzes Stück zurück. Mit der Bewegungsunschärfe vom Video kann man dann Schnitt einbauen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was mich wundert, man hört teilweise den Lichtschalter und manchmal hört man ihn nicht. Das hört sich für mich an, als würde da einer... Ich zeig's euch. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hören werdet im Stream, aber ich kann nämlich so auf den Lichtschalter drücken. Leise. So, und ich kann es aber auch so machen. Ohne Sound. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass jemand den Lichtschalter betätigt hat. Ich glaube, also ich selbes Argument, was ich gerade genannt habe. Mehrere, ganz viele Geisterjäger, sie gehen seit Jahren der Sache auf den Grund und erleben einfach nichts. Und erleben einfach nichts und vielleicht ein Klopfen ist schon was Besonderes. Und diese Frau, diese random Frau, wo man nicht den Hintergrund kennt oder sonst was, erlebt auf einmal so kranke Klamotten. Das könnte ich mir fast schon vorstellen, dass das irgendeine Promo für einen Horrorfilm ist oder so, der irgendwann kommt. Gab es schon sowas? Gab es schon. Vlad Resnov ist ein YouTuber aus der Ukraine. In diesem Video macht er mit seinen Freunden eine Challenge. Sie möchten die Nacht in der abgesperrten und logischerweise seit langem verlassenen Zone rund um Tschernobyl verbringen. Also direkt in der Sperrzone.
Boah, Exclusion Zone bedeutet übrigens Sperrzone. Inzwischen gibt es sogar offizielle Touren nach und durch Tschernobyl. Aber auch für Leute wie Vlad ist es kein Problem, ohne gesehen zu werden, in die Sperrzone zu kommen. Ohne Scheiß, Tschernobyl werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen, Berkan und ich. Also das ist so geil da und gruselig, werden wir auf jeden Fall auch nochmal machen. Wir haben übrigens die 250 Zuschauer geknackt, das ist unglaublich, Leute. Vielen Dank dafür an jeden Einzelnen, der gerade dabei ist. Und lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn jedoch erwischt, drohen einem harte Strafen in der Ukraine. Der YouTuber Shai hat zum Beispiel vor einigen Wochen auch eine illegale Tour nach und durch Tschernobyl gemacht. Aber kommen wir wieder zurück zu Vlad und seinen Freunden. Schon auf dem Weg zur ersten Stadt innerhalb der Sperrzone sieht sie sehr vorsichtig und bemüht, dem patrouillierenden Militär aus dem Weg zu gehen. Aber scheinbar ist das nicht die einzige Gefahr, die dort lauert. Надеюсь, мы доживём до утра, но потому что реально очень страшно. Там что-то шурудит, что-то бегает, что-то мычит. Я не знаю, я продолжу съёмку, когда мы найдём какой-то домик, чтобы переждать хотя бы какое-то время до светла. Als Vlad und seine Freunde dann schließlich ein Haus gefunden haben, in welchem sie die Nacht verbringen können, wollen sie sich eigentlich auch alle schlafen legen. Es dauert jedoch nicht lange und Vlad ist wieder wach. Er hört seltsame Geräusche und geht nachschauen. Plötzlich sieht er eine Bewegung und rennt wieder ins Haus, weckt seine Freunde, die ihm jedoch nicht glauben. Doch das sollte sich kurze Zeit später ändern. What the fuck? Ich hätte doch Angst, dass das dieses Militär ist. Ich würde dann da gar nicht rausleuchten und so, wenn ich dann da Sachen hören würde, oder? Ich weiß nicht, das ist schon, boah, unheimlich. Boah, krass, ey. Spannend. What the fuck? Тихо! Пусть, держи! Держи быстрее! Подпиши! Я держи. Дверь закрою! Иди закрой дверь! Дверь Nach dieser Begegnung wollte natürlich keiner mehr die Nacht dort verbringen. Vlad und seine Freunde packten also so schnell es ging ihre Sachen und verschwanden von da. Vlad glaubt bis heute, dass es entweder ein Geist war oder ein, ja, Tschernobyl-Mutant. What the fuck? Also das ist auch wieder so eine Sache, das muss videotechnisch so gut reinbearbeitet sein. Und dann stelle ich mir auch die Frage, die haben sich den ganzen Aufwand gemacht, da hinzukommen, wollten da pennen und weiter reingehen. Das kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, dass man das nur macht, um sowas zu inszenieren. Days Lost Places spendet 1 Euro. Vielen lieben Dank, Alter. Freut mich wirklich sehr. Was glaubt ihr? Guckt euch das mal an. Das sieht so gut aus. Ist es Menschen, welcher die Katastrophe damals nicht überlebt hat? Oder doch sogar ein Mutant, der in der Sperrzone sein Unwesen treibt? Du zeig's doch nicht nochmal! Oder ist es einfach nur ein Mensch, der Vlad und seinen Freunden Angst machen wollte? Wie immer liegt es bei euch. Ihr entscheidet. Alter, das ist so gruselig. Scheiße, Mann. Ich habe jetzt schon wieder Angst die ganze Nacht. Ne? Auf jeden Fall Daumen nach oben. Richtig gutes Video von Ungi. Krank.